Gambo. Geht's dir gut? Komm mal bitte schnell in meine Wohnung. Ja. Was? Minecraft-Freunde halten fest zusammen. Freunde für ein Leben lang. Sie sind Minecraft-Freunde. Ach, das sind diese... Ah, okay. Oh Mann, achso, Alter. Ich hab ein richtig gutes. Warte. Oh, das ist wahrscheinlich zu. Ach, ich denke, das ist für ihn. Oh mein Gott, das ist so. Junge, was? Oh mein Gott. Was ist das? Warte, ich brauche Rahmen. Du hast alle Rahmen aufgesammelt. Sind das die Backrooms? Das sind die Backrooms. Ah, hier. Oh mein Gott. Eigentlich müssten wir Bens ganzes Haus mit so Bildern füllen. Lass es machen. Ich brauche aber einen Haufen Leder für die Rahmen. Hier, guck mal, die Gambo-Toilette. Nein, ich habe ein Stack bei mir. Welches Bild, Flo? Welches Bild? Hey, nicht das. Junge, einfach ein Ei. Da bin ich gebannt. Das ist illegal, das Foto. Junge, was ist das? Was ein Model. Er macht die Model-Pose. Über den ganzen mit. Was sind für neue Möglichkeiten? Es sind zu viele möglich. Guck dir das mal hier an. Ui, das ist cursed. Das sieht aus wie ein Thumbnail von dir. Junge, wie alt warst du da? 12? Junge, du sollst dir das Ortsschild angucken! Oha. Ich war an Pissen. Minus eine Minute Flohmaterial-Video. Guck dir mal deine kleine lauchige Statur an. Oh nein. Ich fange jetzt an, die ersten Bilder zu vernichten. Ich kann nicht mehr. Ben hat einfach die randomsten Fotos in seiner Kiste. Wir könnten hier theoretisch wirklich alles mit Bildern füllen. Oha. Wann würde ihm das auffallen, wenn wir jetzt nur dieses Bild da lassen? Not stones. Junge. Alter, was... wie alt warst du da, Flo? 12? Hier, guck mal, wann glaubst du, würde ihm das auffallen? Junge, das würde ihm direkt auffallen, das ist super cursed. Und wenn wir das in irgendeine Ecke hängen, wo es ein bisschen dunkler ist? Das hänge ich safe in Gambos Haus. Ja, aber wollen wir das dann tausendfach in das Haus machen, oder was? Ne, ganz viele verschiedene Sachen. Ah, okay. Bilderrahmen, Faden, Leder und Stock. Komm mal zum Blobshop. Das gute grüne Kreatin. Okay, ich hab 3 Stacks Rahmen. Nice, ich hab ein neues Bild. Ich hab auch Papier mitgebracht. Okay, was machen wir jetzt? Wie stellen wir das jetzt am dümmsten? Ich würde sagen, wir machen einfach 50-50 und jeder darf aufhängen, was er will. Es sollen Banksachen oder was? Na, gute Frage. Ich glaube, sonst weiß er ja, wer es war. Er weiß es doch eh, weil wenn du die Dinger in die Hand nimmst, steht da von Chaos Flow und wann wir das gemacht haben. Oh.
Du kannst die Bilder, glaube ich, auch einfach kopieren, indem du die noch mehr mit Papier ins Crafting-Feld legst. Ah. Hier, Stack Papier und ein Stack Rahmen. Mach das und dann Photoshop eine Glatze ran. Oh mein Gott. Oh, das hat die Premium-Größe. Hör, wie kriegst du es so groß, ohne es zerbricht? Na, du musst aufpassen, dass es nirgendwo kollidiert. Ja, aber habe ich, aber das wird nicht gezogen. Ja, das darf nirgendwo anecken. Als Bettvorhang. Nein, der Gommemod, das ist mein Nein, Bild. Lass es weg. Mann, das ist der Gommemod. Das ist zu viel. Mach ich hier hinten ein kleines Secret, verstecke ich hier. Hoffentlich kriege ich das größer. Junge! Das ist einfach so Beobachter nachts. Schade, dass man die Dinger nicht kopfüber aufhängen kann. Das wäre so geil, wenn man die einfach kopfüber aufhängen könnte. Alter, wenn du die aus Versehen. Wenn du die aus Versehen rechtsklickst, machst du einfach übelst einen Jumpscare, Alter. Na, ah, Junge! Nimm dir das Bild mal und rechtsklick das einfach mal. Junge, was ein Model. Er ist so bildhübsch. Guck mal, er kommt jetzt zur Haustür rein. Einfach ein SCP. Ich hätte gar nicht mein ganzes Leder verbrauchen müssen. So viele Rahmen können wir ja gar nicht aufstellen. Glaubst du? Ich wünschte, man könnte die so auch an die Decke hängen oder halt auf den Boden legen. Das wäre auch so cool. Aber es geht leider nicht. Meins ist kaputt gegangen. Jetzt hängt da einfach nur dieses Bild. Cool. Warte, ich muss gerade Bilder kopieren. Cool, das bin ich. Wo bist du? Oh, Junge, das habe ich schon alles in deinen Community-Beiträgen gesehen. Junge, das ist anders. Junge, ja, was machst du mit deinem Leben? Mann, das wird mir halt mal ab und zu so random angezeigt. Ja, man kann da schon einige geile Sachen hochladen. Sollen wir das hier lassen? Ja. Mehr Platz haben wir ja schon fast nicht mehr. Hier sind noch so ein paar Slots. Hier. An der Stufe vorne. Hast du noch das Bild von der Gambo-Toilette? Nein. Warte mal, ich habe hier gerade noch ein sehr interessantes Experiment am Laufen. Junge, was man sich hier denken muss. Flo, ich bin reich. Hä? Einfach nicht transparent. Zahlbände das Steuern. Guck mal. Mein. Theoretisch kann man alles, was man als Bild hat, kann man da einfügen. Geh jetzt einfach aufs Video von ihm und mach einen Screenshot. Okay, pass auf. Bist bereit? Einfach so random. Ich weiß sogar, was er sagt. Das ist so, hey, mein Roboter. Oh mein Gott.
Jetzt ist es wirklich Ben. Invertier. Ah, so. Oh, Junge, die Sättigung! Sieht aus wie in einem Chaos-Flow-Video, oder was? Junge, noch schlimmer. Oh mein Gott, man kann schwarz und weiß machen. Lass mal so ein Sad-Bild von dir machen. Nein, lass mal eine Beerdigung für Gambo oder so die Tage machen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Not Gambo ist leider verstorben. Alle, die vorne sitzen. Oh, mich dreht. Ja, irgendwas fehlt noch. Ja. Wo bist du, Flo? Hey, was denn? Hier, das Bild. Junge. Was ein Rocker. Was eine Haarpracht. Ich hab's. Und dann gehst du da durch. Wäre das nicht besser, wenn das der richtige Fronteingang wäre? Warte mal. Hast du es aufgesammelt? Baust mal an die Eingangstür. Du hast. Hm? Oh, ich hab's angeklickt. Jumpscare! Junge, ich jumpscare ja, mich ich die ganze auch, Zeit! Aber man muss halt den Rahmen richtig hitten. Oh, jetzt! Was eine Reaction. Was ein Model. Junge, die hat 100er Doppelgänger. Boah, da würde ich gerne mal... Guck mal. Oh mein Gott, er saugt mich auf. Hör, jetzt habe ich es gefunden, das Zweite. Lol. Bereits als Andenken. Lass es mir kaum wohin oder im Kanzler-Tower. Meinst hier vorne, warte. Was ist die größtmögliche Rahmengröße, die wir machen können? Größer! Es geht nicht größer, das ist die größte Größe. Ben, wenn sein Kanzler-Tower geprankt wird. Ben, wenn jemand sagt, das ist mein Content. Ben, wenn er einfach selbst seine Katze versteckt, damit er sagen kann, Logo hat die Katze weggenommen. Ben, wenn er sein eigenes Haus sprengt. Ben, wenn er die TNT-Kanone betätigt, um mein Haus zu sprengen und dabei sein eigenes Haus sprengt. Ben, wenn er herausfindet, dass ich im Kanzler-Tower mietfrei wohne. Ben, wenn er herausfindet, dass ich eine Woche keine Steuern bezahlt habe, aber gesagt habe, ich hab's. Ben, wenn er gesagt hat, dass Steuern jetzt zu Geld gewechselt werden, aber er es einfach immer noch nicht gemacht hat. Ben, wenn wir einfach Geld drucken. Was war das jetzt? Ich weiß nicht, wie geht das einfach. Hä, war Fabo letztens wirklich online? Ja. Lass ihn mal hoch hierher holen. Wie willst du den jetzt hierher holen? Das stimmt gerade. Lass zusammenlegen. Nein. Und ihn mit der Sub-Bombe aufmerksam machen. Lass zusammen. Nein. Warst du schon mal bei seinem Haus? Nö. Hätte er noch. Ah ja, waren wir vorhin gerade. Waren wir, Junge, Fieber dran. Junge, Demenz. Ben, wenn Demenz. Junge, es tut mir richtig so auf die Augenhöhe. Schon ein bisschen aus wie bei deinen Bildern fast. Ach, das kriegen wir da auch nicht runter. Tja, ist jetzt einfach so. Das kommt zu Gambo. Ben. Ich kann nicht mehr, Flo. Das war jetzt gut. Ich kann nicht mehr. Lass du den kleinen so einen Ben-Man aufstellen. Und der ist so zweigeteilt. Nee, warte.
mir das hier nochmal kopieren. Ja, ich hab das Bild nochmal kopiert. Also was denkst du, wie lange dauert es, bis es gebannt wird, dass man das einfügt? Richtige Durchsage, der Kanzler hat was zu verkünden. Nein, Mann, ich hab eine bessere Idee. Das machen Mitarbeiter des Monats oder Hausmeister des Monats. Warte, irgendwo hier. Brauch aber warte, hier nehme, ich mache einen neuen. Noch Leuchttintensäcke. Hab ich. Transformation des Monats, Hausmeister des Monats. Was für hart arbeitende Mitarbeiter wir haben. Die kümmern sich echt um alles. Selbst wenn das Klo noch so verstopft wird. Oh, vom miesen Kreatin. Oh, Flo, ich muss jetzt erstmal Pause machen, mir geht's gar nicht gut. Mir dreht's und schallert die Rübe weg. Du schuldest mir noch eine Glasscheibe. Ja, die ersetze ich dir. Das ist für die Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einer neuen Folge, meine Freunde, wieder. Bis dann, bleibt logisch. Haut rein und logisches. Cheerio, ciao.